Zum Aufruf kommt die Sache Thomas Alexander. Ich stelle fest, dass der Herr Staatsanwalt zugegen ist, dann der Angeklagte, Herr Thomas Alexander, Herr Professor Putzke als Strafverteidiger, dann die Zeugen, Frau Weber, ja, der Herr Fischer, ja, wunderbar, gut. Weitere Zeugen haben wir ja nicht. Dann belehre ich die Zeugen, dass sie vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Wenn sie eine falsche Angabe machen, dann steht darauf eine Strafe. Wenn sie was nicht mehr genau wissen, dann sagen sie lieber, sie wissen es nicht mehr genau, bevor sie falsche Angaben machen. Sie dürfen aber auch nichts verschweigen, was sie bereits wissen oder was sie noch wissen. Auch das wäre eine Straftat. Haben Sie das soweit verstanden? Gut, vielen Dank. Dann bedanke ich mich bei Ihnen fürs Kommen und würde Sie bitten, dass Sie draußen Platz nehmen. Sie sollen ja den weiteren Gang der Hauptverhandlung nicht miterleben. Frau Vorsitzende, dürfte ich kurz das Wort ergreifen? Ja, bitte. Möglicherweise gibt es noch weitere Zeugen im Raum und deswegen, die kommen vielleicht noch später im Prozess auch vor. Mhm. Das möchte ich noch vorbehalten und deswegen würde ich auch bitten, die Frau Friedmann ebenfalls den Sitzungssaal zu verlassen. Okay, Frau Friedmann, wer ist Frau Friedmann? Sie sind Frau Friedmann. Haben Sie die Belehrung ebenso mitbekommen? Also für Sie zählt das Gleiche. Dann würde ich Sie ebenfalls bitten, den Sitzungssaal zu verlassen. Und dann kommen Sie eventuell als Zeugin in Betracht. Dann kommen wir zu den Personalien des Angeklagten. Herr Alexander, Ihr Vorname lautet? Thomas. Wann und wo sind Sie geboren? Ich bin in Kelheim geboren, in Bayern, am 24.03.1994. Sie sind Student? Ja. Ledig? Ja. Deutscher Staatsangehöriger? Ja. Und wo wohnen Sie zurzeit? Zurzeit im Studentenwohnheim, Donauschwaben. Wo ist das Studentenwohnheim? In Passau. In Passau, wo genau? Kohlbruck. Gut. Hier steht zwar Innstraße 27, hat sich dann die Adresse jetzt geändert? Sind Sie umgezogen? Ja. Also stimmt jetzt Innstraße 27 oder Kohlbruck? Innstraße 27. Gut, wunderbar. Dann bitte ich um Verlesung der Anklage. Die Staatsanwaltschaft legt aufgrund der Ermittlungen dem Angeklagten folgenden Sachverhalt zur Last. Am 21.03.2019 gegen 2 Uhr nachts war der geschädigte Fischer zusammen mit seiner Verlobten in seinem PKW Smart, amtliches Kennzeichen Passau, CK 223 auf der Straße am Schanzel in Richtung Schanzelbrücke unterwegs. Auf Höhe der Diskothek Kamera sah sich der Geschädigte aufgrund einer sich auf der Fahrbahn befindlichen Menschenmenge gezwungen, seinen PKW abzubremsen und zum Stillstand zu bringen. Zu den auf der Straße befindlichen Personen gehörte auch der Angeklagte. Durch den vom Geschädigten vorgenommenen Bremsvorgang fühlte sich der Angeklagte provoziert, bewegte sich in Richtung des Fahrzeugs, schlug mit der Faust gegen die Beifahrerscheibe des Smart und verschaffte seinem Unmut mit einer Scheibenwischerbewegung Luft. Zudem bezeichnete er den Fahrer als Brunsbiesel-Bläden-Zipfelklatscher. Um diesen gegenüber seine Missachtung auszudrücken. Um die Situation zu klären und etwaige Schäden am Fahrzeug festzustellen, stieg der Geschädigte aus und begab sich zur hinteren Seite des Smart, wobei es dort zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem Geschädigten und dem Angeklagten kam. Der Angeklagte schlug dem Geschädigten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, wobei er einen Schlüsselbund in der Hand hielt. Um weiteren Schlägen zuvorzukommen, verpasste der Geschädigte in Verteidigungsabsicht dem Angeklagten eine Ohrfeige. Daraufhin ging der stark alkoholisierte Angeklagte zu Boden und verblieb dort. Durch die vom Angeklagten vorgenommene Verletzungshandlung erlitt der Geschädigte, wie vom Angeklagten vorhergesehen und zumindest billigend in Kauf genommen, mehrere Verletzungen, geschwollene Lippe, 2 cm lange Schnittwunde an der Wange, welche der ärztlichen Behandlung bedürften. Der geschädigte Fischer hat form- und fristgerecht Strafantrag gestellt. Der Angeklagte wird daher beschuldigt mittels eines... Das ist doch ein totaler Quatsch, das sind doch alles Lügen. Ruhe, bitte. Ruhe. Ich bitte um Ruhe. Ich werde darauf, dass Sie den Sitzungssaal verlassen müssen, wenn Sie sich nicht ruhig verhalten. Ich wiederhole den Staatsanwalt nochmal. Im Sitzungssaal, im Publikum bitte ich um absolute Ruhe. Andernfalls müssen Sie den Sitzungssaal verlassen. Der Angeklagte wird daher beschuldigt, mittels eines gefährlichen Werkzeugs eine andere Person körperlich misshandelt und an der Gesundheit geschädigt, sowie durch eine weitere Handlung eine andere Person beleidigt zu haben. Strafbar als gefährliche Körperverletzung, Tatmehrheit mit Beleidigung, gemäß § 223 Absatz 1, 224 Absatz 1 Nummer 2, Alternative 2, 185, 194 Absatz 1 Satz 1, 53 StGB. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt. Dann stelle ich fest, dass die Anklage vom 16.06.19 zugestellt wurde, am 22.06.19 und mit Beschluss vom 30.06.19 eröffnet wurde. Weiter wird festgestellt, dass keine Verständigungsgespräche gemäß § 257c StPO stattgefunden haben.
Frau Vorsitzende, dürfte ich um das Wort bitten? Nachdem jetzt die Anklage verlesen wurde, haben wir einen Sachverhalt gehört, der überhaupt nicht hierher passt. Und Sie wissen selber, dass nach § 6 der Strafprozessordnung in jeder Lage des Verfahrens auch die sachliche Zuständigkeit zu prüfen ist. Und das ist auch so, dass wir uns beim Schöffengericht befinden. Wir haben gehört, dass es um eine Körperverletzung geht, vielleicht eine gefährliche und eine Beleidigung. Aber wieso gehört das zum Schöffengericht? Und deswegen erhebe ich hiermit eine Zuständigkeitsrüge. Das Schöffengericht ist unzuständig. Ich weiß natürlich, dass es nicht üblich ist, eine Sache von einem höheren Gericht auf ein niedrigeres zu verweisen, § 269 StPO. Aber die Zuständigkeit wurde von Ihnen objektiv willkürlich angenommen. Und in diesen Fällen ist es so, dass der 269 kein Verweisungsstopp kreiert, sondern dass man zurückverweisen darf. Ich bin der Auffassung, dass hier der Strafrichter zuständig ist. Und die Begründung ist ganz einfach. Ich habe es gesagt, die Freiheitsstrafe ist hier lediglich bei einem Wert unter 2 Jahren anzusetzen und damit ist das Schöffengericht gar nicht originär zuständig. Die Strafgewalt des Strafrichters reicht aus und deswegen bin ich der Auffassung und rüge hiermit, dass die sachliche Zuständigkeit nicht besteht. Herr Staatsanwalt, bitte um Stellungnahme. Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich die persönlichen Verhältnisse des Angeklagten vorwegnehmen muss. Er ist einschlägig vorbestraft wegen Körperverletzung und Beleidigung ist er zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen verurteilt worden. Mithin entspricht dies einer 6-monatigen Freiheitsstrafe. Hier ist verfahrensgegenständlich der Straftatbestand der gefährlichen Körperverletzung mit der Mindeststrafandrohung von 6 Monaten, sodass sehr wohl zu Recht vor dem Schöffengericht Anklage erhoben wurde, weil der Angeklagte, wenn sich der Sachverhalt als zutreffend erweist, mit einer Freiheitsstrafe von über 2 Jahren zu rechnen hat. Das Gericht schließt sich der Meinung der Staatsanwaltschaft an und Herr Professor Putzke, Sie wissen doch, dass eine Verweisung nach unten, wenn wir schon mal vor dem Schöffengericht eröffnet haben, dann wird eine Verweisung nach unten nicht mehr kommen und stellt auch keinerlei Verfahrensfehler dar. Aber dennoch danke für Ihre Rüge. Frau Vorsitzende, dann bitte ich um Stellung eines unaufschiebbaren Antrags. Sie wissen, was das bedeutet. Sie haben gerade gesagt, dass wenn man einmal beim Schöffengericht ist, es nicht üblich ist, eine Zurückverweisung vorzunehmen, dass das gar nicht mehr stattfindet in der Praxis. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da schockt es mich ein bisschen über diese Rechtsauffassung, denn ich habe gerade darauf hingewiesen in meiner Zuständigkeitsrüge, dass der § 269 StPO, dass der ja von eine Willkürschranke beinhaltet. Und wenn ein Schöffengericht objektiv willkürlich seine Zuständigkeit annimmt, dann gilt der 269 nicht. Es ist auch so, das ist nicht irgendein Verstoß, sondern hier geht es um den gesetzlichen Richter. Und wenn wir einmal beim Schöffengericht sind, ist es selbstverständlich so, dass der Strafrahmen, der ja ohnehin schon bis 4 Jahre beträgt, dass der ja vielleicht auch ausgereizt wird. Wenn wir beim Strafrichter sind, ist automatisch auch die Erwartung niedriger. Und deswegen, Herr Alexander wird dem gesetzlichen Richter entzogen und deswegen werde ich hiermit einen unaufschiebbaren Antrag stellen. Der da lautet, in der Strafsache gegen Thomas Alexander wegen Körperverletzung und Beleidigung, Aktenzeichen 1 LS 9 JS 3544 aus 19, lehnt der Angeklagte die Vorsitzende Richterin Dr. Greil-Liedl wegen Besorgnis der Befangenheit ab. Denn es liegen Gründe in der Person der abgelehnten Richterin vor, die besorgen lassen, dass sie dem Verfahren und dem Angeklagten nicht mehr mit der gebotenen Unparteilichkeit gegenübersteht. Die Rechtslage ist klar, gemäß § 24 darf ein Richter wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden. Die Stellung eines Ablehnungsantrags ist schon dann begründet, wenn ein Umstand vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Richters zu rechtfertigen. Und nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung kommt es auch nicht auf die persönliche Sicht an, sondern auf die Sicht des Angeklagten, ob denn aus seiner Sicht nach verständiger Überlegung Grund für eine solche Besorgnis der Befangenheit besteht. Die Sachverhaltsschilderung ist einfach. Sie haben objektiv willkürlich die Zuständigkeit angenommen. Das, was der Staatsanwalt genannt hat, das ist auch eher zusammenkonstruiert, dass man über diese 2 Jahre kommt und deswegen objektiv willkürlich angenommen. Zur Glaubhaftmachung der vorstehenden Tatsachen versichere ich, dass das so stimmt, mit der Versicherung des Unterzeichners und auch die dienstlichen Äußerungen
des abgelehnten Richters, also von Ihnen, ist einzuholen. Und ich beantrage zusätzlich meinem Mandanten, die zur Mitwirkung bei der Entscheidung über den Ablehnungsgrund berufenen Gerichtspersonen namhaft zu machen. Zweitens, mir die dienstliche Äußerung des abgelehnten Richters vor einer Entscheidung über das Ablehnungsgesuch zugänglich zu machen. Und drittens, meinem Mandanten die Gelegenheit zu geben, hierzu Stellung zu nehmen. Ich darf das unterschreiben und gebe es Ihnen fürs Protokoll. Dann liegt es Ihnen auch vor für den Protokollführer. Da bin ich Ihnen aber sehr dankbar, dass Sie das bereits vorbereitet haben. Bitte schön, ich mache das immer. Vielen Dank. Ich stelle mich einfach auf alles ein und habe auch damit gerechnet, dass Sie objektiv willkürlich Ihre Zuständigkeit annehmen. Gut, wir machen in der Hauptverhandlung weiter und werden über den Befangenheitsantrag vor Schließung der Beweisaufnahme entscheiden, sofern er dann noch vorhanden ist. Gut, machen wir weiter. Herr Alexander, kommen wir zu Ihnen. Sie haben das Recht, heute Angaben zu machen, sowohl zu Ihren persönlichen als auch und wirtschaftlichen Verhältnissen als auch zur Sache. Sie müssen allerdings keine Angaben machen, wenn Sie das nicht wollen, steht Ihnen frei. Wollen Sie sich äußern? Bitte ums Wort. Mein Mandant wird zu seinen persönlichen Verhältnissen Angaben machen, aber er wird zunächst einmal von seinem Schweigerecht Gebrauch machen und sich nicht zu der Sache einlassen. Gut. Herr Alexander, Sie haben ein Einkommen in Höhe von? 730 Euro. Mhm. Sie sind derzeit Student? Ja. Woher kommt dort das Einkommen? 280 Euro aus BAföG plus einem Nebenjob von 450 Euro. Mhm. Miete? Die beträgt 300 Euro. Kinder haben Sie keine, nehme ich mal an? Keine. Sonstige unterhaltspflichtige Erwachsene, die Eltern oder so? Nein. Nein. Haben Sie Schulden? Nein. Sie sind Jurastudent, das heißt, Sie haben Abitur gemacht? Genau. Ja. Auf den ersten Bildungsweg? Ja. Und dann zu studieren begonnen? Exakt. Okay. Haben Sie irgendwelche Krankheiten, Drogenabhängigkeit? Nein. Nein? Okay. Gut. Dann, wenn der Angeklagte zur Sache keine Angaben macht, treten wir in die Beweisaufnahme ein. Und dann bitte ich den Herrn Fischer in den Sitzungssaal. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Fischer, kommen wir zu Ihren Personalien bitte, Ihren vollständigen Namen. Fischer, Peter. Wann und wo sind Sie geboren? Am 15.01.1992 in Passau. Sie sind ledig, verheiratet, geschieden? Ich bin verlobt. Verlobt. Sie wohnen derzeit? In Tiefenbach. Okay. Und mit dem Angeklagten nicht verwandt und nicht verschwägert? Nein, sicher nicht. So, Herr Fischer, jetzt hat sich da was zugetragen. Ende März diesen Jahres, am Abend, beziehungsweise in den frühen Morgenstunden. Was können Sie mir dazu noch sagen? Ja, also ich war unterwegs mit meiner Verlobten nach Passau. Wir sind nach Passau gefahren, um meinen Vater zu besuchen, der wohnt hier. Und dann, es war spät und dann sind wir in die Stadt gefahren. Frau Vorsitzende, könnten Sie bitte den Zeugen bitten, dass er etwas lauter ins Mikrofon spricht? Ich gebe mein Bestes. Jedenfalls, als wir dann vor diesen Club kamen, da habe ich schon von vorne gesehen, dass da sehr viele Menschen waren. Die waren auch auf der Straße. Es war etwas unübersichtlich und dementsprechend bin ich etwas langsamer gefahren, um besonders vorsichtig zu sein und darauf zu achten, dass nichts passiert. Und als wir dann vor diese Diskothek gefahren sind, war alles auf einmal sehr, es waren viele Leute da und deswegen habe ich auch dementsprechend zuerst angehalten mit das Fahrzeug und auf einmal hörte ich so Schläge, so ganz zack, zack, zack und ich habe sofort erstmal gar nicht gemerkt, was soll das, also was ist passiert und dann habe ich gesehen den Herrn Alexander, der hatte offensichtlich auf das Fahrzeug draufgeschlagen, und zwar mehrfach heftig. Und er machte, ich möchte das jetzt nicht nachmachen, was er gemacht hat. Ich bitte Sie aber darum, das nachzumachen, weil das ist Gegenstand dieser Verhandlung. Ja, er machte so eine Geste und auch so eine Geste. Und er sagte dann auch noch, was hier schon man sehen konnte und was ich schon in meiner Vernehmung gesagt habe, diese Äußerung tätigte er. Und daraufhin bin ich ausgestiegen aus dem Auto, um zu klären, was passiert war. Und ich kam gerade aus dem Auto, ich bin ausgestiegen und ich traf den Herrn Alexander. Und auf einmal, zack,
hatte er mich schon geschlagen. Und zwar mit seinem Schlüsselbund. Das war sehr schmerzhaft, genau ins Gesicht. Und es hatte geblutet, das hatte ich sofort gemerkt. Und um zu reagieren, dementsprechend habe ich dann selber behutsam, aber direkt, das gebe ich zu, den Herrn Alexander leicht zurückgeschlagen. Der ging dann zu Boden. Das war auch gar nicht, ja, weiter schwer, ihn zu Boden zu bekommen, weil das merkte ich sofort, er war stark betrunken. Und dann haben wir die Polizei gerufen. Entschuldigung, Frau Vorsitzende, dürfte ich ganz kurz? Sie haben gerade den Schöffen geweckt, kann das sein? Nein, da haben Sie sich getäuscht. Also ich habe sehr deutlich gesehen, dass der Schöffe gerade eingeschlafen ist. Und ich möchte das auch zu Protokoll geben, bitte. Dass ein, dem widerspreche ich entschieden, Herr Verteidiger. Ich habe genau beobachten können, dass sich der Schöffe nur erhöht konzentriert hat, also die Augen geschlossen hat. Okay. Gut, der Schöffe hat die Augen geschlossen und Sie wissen selber, dass es da auch eine Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gibt, dass wenn der Schöffe auch nur für kurze Zeit den Anschein der Unaufmerksamkeit macht, dass dann in dem Moment auch schon ein absoluter Revisionsgrund vorliegt, weil in dem Moment ist das Gericht nicht mehr vorschriftsmäßig besetzt. Und ich bitte, das zu protokollieren und behalte mir vor, später das auch entsprechend in einer Revisionsinstanz zu rügen. Herr Protokollführer, ich bitte Sie darum, dass protokolliert wird, dass Herr Professor Putzke rügt, dass der Schöffe eingeschlafen sei. Punkt. Absatz entgegen der Auffassung des Herrn Staatsanwalts und des Gerichts. Doppelpunkt. Der Staatsanwalt meint, der Schöffe habe sich lediglich erhöht konzentriert. Und auch das Gericht ist der Auffassung, dass der Schöffe selbst nicht eingeschlafen sei, sondern lediglich den Kopf auf den Tisch gelegt habe, um sich zu konzentrieren. Ist das so richtig? Ja. Gut. Dann machen wir weiter mit der Vernehmung. Ist es so in Ordnung, wie es protokolliert wurde, Herr Professor? Ja, ich hätte gern noch eine Erklärung des Schöffen dazu, wenn er sich das auch selber jetzt mal sagen könnte. Ja, ich bin nur kurz in mich gegangen, um sozusagen über die Worte des Zeugen zu reflektieren, ob der glaubhaft die Sache dargelegt hat. Gut, das muss ich so hinnehmen. Ich werde es auch in der Handakte festhalten, dass wir für den Fall der Revision in einer entsprechenden Gegenerklärung den Sachverhalt richtigstellen können. Sehr gut. Weiter in der Zeugenbefragung. Herr Fischer, jetzt haben wir Sie unterbrochen. Ja, also wie gesagt, dann kam die Polizei auch recht bald, um die Sache zu klären. Und davor haben mich noch, es waren sehr viele Leute da auch da, ich vermute mal, das sind Freunde des Angeklagten gewesen, die haben mich dann von ihm weggezogen und mich schon bezichtigt. Ich wäre auf ihn losgegangen, das fand ich ziemlich unverschämt. Immerhin hat er die ganze Sache angezettelt, ja. Ja, und dann kam halt die Polizei und die haben das alles aufgenommen und dann sind wir später noch, ich mit meiner Verlobten, ins Krankenhaus gefahren. Wie gesagt, ich habe ja auch geblutet. Es war wirklich alles sehr schmerzhaft und dann sind wir 2 Tage später nochmal zur Polizei gefahren und haben hier halt Anzeige erstattet. Wie lang waren Sie denn krank oder haben Schmerzen gehabt? Ja, also das war schon mehrere Tage noch zu spüren und da war auch so, das musste erst verheilen. Also, ja, wie viele Tage waren es denn? Ja, 3, 4, 5 schon, also. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Bitte unterbrechen Sie mich sofort, wenn ich es falsch zusammenfasse. Sie sind mit Ihrem Auto gefahren, sind dort an einem Club vorbeigefahren, da standen Leute, dann haben Sie Schläge gehört. Sie gehen davon aus, dass es Schläge waren gegen Ihr Auto. Ist das so richtig? Ja, das muss ganz sicher hier der Herr Alexander gewesen sein, weil der war direkt am Auto da und es muss auch hinten links auf das Auto gewesen sein, die Schläge. Und von dort konnte ich auch hören, also das Geräusch der Schläge hören. Und da stand da auch der Herr Alexander, das habe ich gesehen. Also es muss der Herr Alexander gewesen sein. Und dann sind Sie ausgestiegen? Ja, genau. Und dann? Und dann wollte ich auf den Herrn Alexander losgehen, um zu fragen, was denn los wäre und warum er auf das Auto geschlagen hat. Und dann aus dem Nichts heraus, wie ich schon gesagt habe, hat der Herr Alexander auf einmal diesen Hakenbewegung gemacht und mir ins Gesicht geschlagen. Mit der linken oder rechten Hand? Es muss seine rechte Hand gewesen sein, glaube ich. Glauben Sie oder wissen Sie? Es muss so gewesen sein. Also ich überlege, das war ja auf der Wange. Ja, es muss die rechte Hand gewesen sein.
Und dann haben Sie zurückgeschlagen, leicht, haben Sie gesagt, sodass der Herr Alexander zu Boden ging. Ja, dementsprechend, als er ausgeholt hatte und ich mich wieder einigermaßen gefunden habe, sah ich schon, dass er, glaube ich, ein weiteres Mal aufholen wollte. Und dementsprechend habe ich schnell reagiert und selber leicht mit meiner Hand ihm ins Gesicht eher fast schon gelangt. Also Schlag ist viel gesagt, es war eher so eine leichte Bewegung. Aber, das gebe ich zu, sie war zielgerichtet. Es war halt mein Ziel, mich zu verteidigen. Haben Sie Alkohol getrunken an dem Abend? Ja, ich habe ein Glas Wein getrunken davor, ein kleines Glas Wein. Hat man bei Ihnen einen Alkoholtest gemacht? Ja, das habe ich auch sofort mit der Polizei gemacht. Ich habe das alles zugegeben, habe gesagt, ja, ich habe was getrunken, aber die haben das ja auch festgestellt, also es war alles korrekt. Okay. Und dann hat das... Jetzt muss ich nochmal nachfragen, wann kamen dann die Beleidigungen? Die Beleidigungen kamen schon, als wir im Auto noch saßen und ich mich umdrehte, dann kamen diese Beleidigungen und auch die dementsprechend dabei, die Gesten. Gut, ich habe soweit keine Fragen, die Schöffen fragen. Herr Staatsanwalt? Was war konkret die Beleidigung? Ja, also das mit dem Wichser, wie es halt hier steht und auch mit dem Putzbissel, bläden Zipfelklatscher, das war alles so und... Ja, ich meine, es müsste noch mehr, viel mehr gefallen sein. Also daran kann ich mich ganz konkret erinnern, aber ich glaube, da waren auch noch andere Sachen. Und also Sie wissen ja, bei Körperverletzungen kommt es halt wesentlich darauf an, wer als Erster zugeschlagen hat. Und Sie sind sich sicher, dass der Angeklagte als Erster zugeschlagen hat? Ja, ganz sicher. Ah ja, vielen Dank. Keine Fragen mehr. Herr Professor Putzke? Ja, Herr Fischer, ich bin... der Strafverteidiger von Herrn Alexander und ich habe auch ein paar Fragen an Sie. Sie haben gerade in Ihrer Vernehmung gesagt, die Frau Richterin, Frau Vorsitzende, hat Sie gefragt, was für Beleidigungen im Spiel waren und Sie haben gesagt, ein Stinkefinger. Können Sie sich daran erinnern? Also das muss so gewesen, also ich kann es genau gewesen, das war so eine fließende Bewegung und das muss dabei gewesen sein. Okay, also Sie haben den Stinkefinger gerade gezeigt. Wissen Sie, was mich wundert? Sie waren doch bei der Polizei zur Vernehmung. Ja, das stimmt. Und in dem Vernehmungsprotokoll, in dem polizeilichen, lese ich davon nichts. Also Sie haben hier etwas vorgetragen, nämlich auch gezeigt, einen Stinkefinger, den ich gar nicht im Protokoll finden kann. Ja, Sie müssen das, ich bitte da auch um Verständnis, das war alles eine unübersichtliche Situation. Also da waren nicht nur viele Menschen, ich war auch dementsprechend unter Schock, als ich auf einmal diese Schläge gehört habe. Also ich meine, haben Sie das schon mal erlebt? Das ist jetzt nicht gerade alltäglich. Es kann sein, dass man da mal Sachen... sich nicht ganz genau erinnern kann. Herr aber Fischer, ich bin Sie müssen sicher, mir das nicht war. Erläutern, sondern ich möchte Ihnen einfach Fragen stellen. Ja. Erinnern Sie sich heute besser an den Sachverhalt als damals bei der Polizei am 23.03.? Also das ist schon jetzt ein paar Monate her. Also ich frage Sie nur, weil Sie sich heute an einen Stinkefinger erinnern, an den Sie sich offensichtlich am 23.03. nicht erinnert haben. Also das, ich bin mir sicher, dass das so war. Sie erinnern sich also heute besser als damals. Gut, das halten wir mal einfach so fest. Dann ist meine nächste Frage, Sie haben Anzeige erstattet, ja erst danach, also nicht an dem gleichen Abend. Da ist gar nichts passiert, Sie haben sich behandeln lassen. Und ist es richtig, dass Sie diese Anzeige erst dann bei der Polizei später erstattet haben? Ja, das ist richtig, das hatte nämlich auch einen Grund. Nämlich als wir da waren, war ich erstmal besorgt um meine Verlobte, die war dementsprechend auch aufgelöst von der Situation. Und ich hatte ja auch selber diese Wunde, das war meine erste Priorität. Und dann habe ich am nächsten Tag erst überlegt, wie ich jetzt verfahren sollte und mich am zweiten Tag überstritten, weil ich mich so über den Herrn Alexander geärgert habe, über sein Verhalten und beschlossen habe, das nicht auf mir sitzen zu lassen. Okay. Und Sie sind sich sicher, dass Herr Alexander als erstes zugeschlagen hat? Ja, ganz sicher. Okay. Dann habe ich einstweilen keine weiteren Fragen mehr. Dankeschön. Herr Staatsanwalt, noch mehr Fragen? Nein, gut, keine weiteren Fragen. Dann bitte ich Sie, kurz zu mir vorzukommen. Dann schauen wir uns gemeinsam das Lichtbild der Verletzungen an. Gerne darf auch der Verteidiger nach vorne kommen, Angeklagter Staatsanwalt. Bitte ins Protokoll aufnehmen, in Augenscheinnahme von Blatt 23.
Dann wären wir mit Ihnen soweit fertig. Und dann bleiben Sie unvereidigt und sind damit entlassen. Dann kommt Blatt 25 zur Verlesung. Das ist das Gutachten zum Alkoholgehalt im Atem. Entschuldigung, Frau Vorsitzende, mir erschließt sich die Relevanz nicht, warum der Blutalkoholgehalt jetzt verlesen werden soll. Abgesehen davon ist mein Mandant damals gar nicht belehrt worden darüber und es war auch keine Blutprobe, sondern nur Atemalkoholtest. Also wenn Sie das jetzt verlesen wollen, dann widerspreche ich dem und rüge ein Beweisverwertungsverbot. Das ist nicht verwertbar und auch gar nicht beweiserheblich. Stellungnahme der Staatsanwaltschaft. Herr Verteidiger, es geht ja nur darum, auch die Umstände, die zugunsten Ihres Mandanten sprechen, aufzuklären und vielleicht kommt ja aufgrund der erheblichen Alkoholisierung eine erhebliche Verminderung der Steuerungsfähigkeit in Betracht. Es ist ja nur ein Gesichtspunkt, der in die Gesamtbeurteilung mit einfließt, im Übrigen ja auch das Verhalten Ihres Mandanten am Tatort zur Tatzeit. Also ich meine, dass man das schon im Rahmen der freien Beweiswürdigung hier verwerten könnten. Ich bleibe bei meinem Widerspruch und bitte das entsprechend zu protokollieren. Herr Protokollführer, ich bitte zu protokollieren, die Verteidigung rügt die Verlesung des Gutachtens zur Atemalkoholkonzentration. Nun kommt das Gutachten zur Atemalkoholkonzentration zur Verlesung. Das Gutachten ist vom 21.03.19. Atemalkohol wurde genommen um 3.15 Uhr. Das ergibt eine Milligramm pro Liter von 0,7, das sind etwa 1,4 Promille. Dann brauchen wir die Frau Weber bitte. Ich bitte die Frau Weber in den Sitzungssaal. Bitte nehmen Sie Platz. Frau Weber, Ihre Personalien bitte, Ihren vollständigen Namen. Mein Name, Weber Anna. Wann und wo sind Sie geboren? 22.08.1998 in Passau. Ledig, verheiratet, geschieden, verlobt? Verlobt. Verlobt. Mit dem Angeklagten nicht verwandt und nicht verschwägert? Nein. Nein, gut. Frau Weber, was haben Sie denn gesehen an diesem Tag Ende März? Ja, also ich meine, ich kann das alles nur bestätigen, was mein Verlobter gesagt hat. Wir sind mit dem Auto so gegen 2 Uhr nachts über die Schanzelbrücke gefahren, waren dann da auf Höhe der Kamera, mussten dann plötzlich abbremsen, weil irgendwelche Leute mitten auf der Straße standen, haben dann gemerkt, dass irgendwelche dumpfe Schläge gegen das Auto geknallt sind. Ich bin erschrocken, wirklich, ich habe gezittert, Wahnsinn, ich wusste ja nicht, was das war. Mein Verlobter ist dann ausgestiegen, wollte die Person zur Rede stellen. Die Person ist der Angeklagte, Alexander. Der hat aber nicht mit sich reden lassen, der ist sofort aggressiv geworden, hat meinem Verlobten dann ins Gesicht geschlagen. Gott, ich bin so erschrocken, ich muss jetzt noch zittern, wenn ich daran denke. Also, tut mir leid, das war wirklich echt ein traumatisches Erlebnis für mich. Ich bin im Auto sitzen geblieben, habe das Ganze dann beobachtet und ja, Frau Weber, entschuldigen Sie, bevor wir wieder eine Rüge vom Herrn Professor bekommen, könnten Sie bitte das Mikrofon näher zu Ihrem Mund halten, damit man Sie besser verstehen kann? Okay. So besser? So ist besser. Okay. Also wirklich, ich muss jetzt noch zittern, wenn ich an den Vorfall dachte. Ist alles so schnell gegangen und ja, ich war einfach nur in größter Sorge um meinen Verlobten. Ja, Herr Verteidiger, ich weiß auch nicht, was brauchen Sie noch? Können wir die Sache nicht ein bisschen abkürzen, wenn wir uns für Verständigungsgespräche mal treffen würden? Der Tatnachweis ist ja ganz klar. Ihr Mandant kämpft ja um eine bedingte Freiheitsstrafe. Aus meiner Sicht kann es nur unter 2 Jahren bleiben, wenn jetzt mal endlich eine geständige Einlassung kommt. Also Herr Dr. Brunner, Sie können froh sein, dass ich Sie nicht wegen Befangenheit ablehnen kann. Ich halte diesen Vorschlag... Können Sie auch gar nicht. Können ich Sie kann nicht. Das, aber es bringt nichts. Ich halte diesen Vorschlag für schon durchaus ungewöhnlich an dieser Stelle des Verfahrens. Warten Sie einfach mal die weitere Beweisaufnahme ab und dann werden wir schon sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Frau Weber, wo sind Sie im Auto gesessen? Ja, auf der Beifahrerseite. Wo hat sich das abgespielt? Also wissen Sie, wo im Auto, außerhalb des Autos? Ja, das war natürlich außerhalb des Autos. Und von Ihnen aus gesehen wo? Von mir aus gesehen links. Links. Mhm. Hinten. Hinten. Ja. Und durch welche Scheibe konnten Sie das Spektakel, nenne ich es jetzt mal, oder die Schläge beobachten? Ja, wenn ich auf der Beifahrerseite gesessen bin, dann wahrscheinlich aus dem Fenster der Beifahrerseite. Das hätte ich jetzt ja nicht sehen können.
Können Sie Ihren Kopf um 280 Grad drehen? Wenn sich das links abgespielt hat und Sie saßen auf der Beifahrerseite, dann müssen Sie ja in Richtung, also auf der Fahrerseite. Ja, dann war es halt rechts. Keine Ahnung, ich war wirklich durcheinander. Also das wissen Sie nicht mehr. Ja doch, ich weiß es, dass ich es gesehen habe. Ob das jetzt links oder rechts war, wie gesagt, ich war unter Schock. Also Sie wissen auch nicht mehr, ob es links oder rechts war? Es war rechts. Es war rechts, also ja. Nicht mehr links, sondern rechts? Nein, es war rechts. Und durch welche Scheibe konnten Sie es beobachten? Durch die Beifahrerseite. Also es hat dann ja praktisch neben Ihnen stattgefunden? Ja, also neben, hinter mir, ich habe mich halt so ein bisschen umgedreht. Und jetzt müssen Sie mir das nochmal genauer beschreiben. Also es kamen Schläge aufs Auto, dann ist Ihr Verlobter stehen geblieben und wie ging es dann weiter? Nochmal ganz genau bitte. Er ist ausgestiegen, wollte dann eben die Person zur Rede stellen, hat ganz normal versucht mit der Person zu reden. Die Person ist dann sehr schnell aggressiv geworden, hat ihm zugleich ins Gesicht geschlagen und ja, ist alles so schnell gegangen. Ich konnte das gar nicht so fassen. Also wirklich. Haben Sie den Gesprächsverlauf vorher mit angehört? Ja, also es waren lauter Beleidigungen, total unverschämt. Welche Beleidigungen? Also an was ich mich erinnern kann, war Brunz, Biesel, Bläder, Zipfelklatscher. Also wie man überhaupt auf sowas kommt. Ja. Aber das konnte ich mir merken, ja. Und ansonsten? Gesten oder sonstige? Ja, Gesten war eben so eine Bewegung. Ich glaube, dass auch mal der Stinkefinger gezeigt wurde. Ja, also sehr unverschämt. Und wie lange dauerte es dann, bis die ersten Schläge kamen? Ja, das kann ich jetzt auch so nicht mehr genau sagen. Keine Ahnung, wie gesagt, ich war unter Schock. Können Sie da überhaupt noch was dazu sagen? Also wenn Sie nicht mehr wissen, ob es links oder rechts war und wenn Sie nicht wissen, wie lange es dauerte, bis die ersten Schläge erfolgten, sind Sie sich dann nicht sicher, was Sie heute sagen? Ja, ich habe das gesehen. Ich lüge ja hier nicht. Es dauerte 3 Minuten, 3 Minuten sind lang, bis die ersten Schläge erfolgten. Ja, das waren halt Beleidigungen, keine Ahnung, ich habe jetzt auch nie auf die Uhr geschaut. Wer hat dann zugeschlagen? Als erstes? Der Angeklagte. Wissen Sie oder haben Sie gesehen, ob mit der rechten oder der linken Hand? Das müsste die rechte Hand gewesen sein. Mein Verlobter hat dann auch gleich geblutet. Geblutet hat er? Wo hat er geblutet? Das war auf der Wange. Auf der rechten oder linken Wange? Auf der rechten Wange. Und wie ging es dann weiter? Ja, wir haben dann gewartet, bis die Polizei gekommen ist und ja. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie hier nochmal unterbreche. Also der Herr Alexander hat Ihren Verlobten geschlagen mit der rechten Hand gegen die Wange. Er blutete und dann haben Sie gewartet, bis die Polizei kam. Ja. Dazwischen drin ist nichts mehr passiert. Nein, also ich meine, wir sind dann zurück ins Auto gegangen. Ich war total unter Schock. Ich habe gezittert am ganzen Körper. Mein Verlobter natürlich auch. Der hat geblutet. Wir haben dann den Notruf verständigt. Ja. Hat Ihr Verlobter irgendwann zugeschlagen? Ja, also zugeschlagen kann man das jetzt nicht nennen. Er hat sich halt verteidigt. Das war eine Ohrfeige. Natürlich aus Notwehr. Frau Weber, genau darauf zielte meine Frage vorher ab. Was passierte, nachdem Ihr Mann oder Ihr Verlobter geschlagen wurde? Und dann haben Sie gesagt, Sie warteten auf die Polizei. Ja, war ja jetzt nicht so relevant. War ja nur eine kleine Ohrfeige. Mehr nicht. Es erfolgte eine Ohrfeige. Ging der Angeklagte zu Boden? Oder blieb er stehen? Nein, er ging zu Boden. Ich denke aber, das war aufgrund seines Zustands, weil er doch ziemlich alkoholisiert war. Also könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass das aufgrund der Ohrfeige war. Wie gesagt, es war eine leichte Ohrfeige. Also da geht ja nun mal keiner zu Boden, der nüchtern ist. Und haben die Schöffen nur Fragen? Nein. Herr Staatsanwalt? Frau Weber, war es denn eigentlich hell oder dunkel? Ja, dunkel. Es war 2 Uhr nachts. Und Fahrbahnbeleuchtung? Ja, war ja vor der Kamera. Das normal schon beleuchtet. Ja, also ja. Sie konnten das Geschehen gut beobachten. Ja, Sie wissen, alles dass genau das sehen. Wichtig ist, um was hier heute geht, ja? Ja, natürlich. Davor schon angedeutet. Natürlich. Ja. Sind Sie sich ganz sicher, dass der Angeklagte als Erster zugeschlagen hat? Entschuldigung,
Ich würde Sie bitten, keine Suggestivfragen zu stellen. Einfach offene Fragen. Frau Vorsitzende, ich bin regelmäßig nicht der Adressat von Fragen, sondern ich stelle Fragen. Also wenn der Herr Verteidiger was zu bemängeln hat, dann möge er sich bitte an Sie wenden. Herr Staatsanwalt, ich würde Sie bitten, dass Sie die Frage umformulieren. Danke, Frau Vorsitzende, sonst hätte ich es Ihnen gegenüber auch gerügt. Vielen Dank für den Hinweis. Also wer hat denn als Erster zugeschlagen? Ja, der Angeklagte natürlich. Mein Freund ist ja kein Schläger. Also. Ja, wie kommen Sie jetzt zu der Aussage? Ich bin mit keinem Schläger verlobt. Aha. Also ich bitte Sie. Und streiten? Mag er streiten ab und zu? Muss ich darauf jetzt antworten? Ja, ich meine schon, wenn es darum geht, Ihre Glaubhaftigkeit zu beurteilen. Ja, in einer Beziehung streitet man sich ab und an. Aha. Da schlägt er Sie aber nicht. Natürlich nicht. Was ist denn das für eine Frage? Ja, es geht darum, Ihre Glaubhaftigkeit zu beurteilen, die Glaubhaftigkeit Ihrer Angaben. Und es ist eine ernste Angelegenheit hier. Mhm. Ja. Haben Sie es selber gesehen? Ja. Und wie können Sie sich dann die Widersprüche erklären, dass Sie zunächst angeben, es sei links hinten gewesen und dann jetzt doch auf einmal rechts hinterm Auto? Ja, konnte ich mich vielleicht nicht mehr so genau daran erinnern. Also wenn Sie hier falsche Angaben machen, dann steht darauf eine falsche unheitliche, also dann ist das eine falsche unheitliche Aussage und darauf steht eine Mindestfreiheitsstrafe von 3 Monaten. Darauf weise ich Sie hier noch einmal ausdrücklich hin. Okay. Herr Staatsanwalt, ich bitte weiter mit der Zeugenvernehmung. Danke. Also können Sie sich den Widerspruch erklären? Nein, tut mir leid, kann mich nicht mehr daran erinnern. Und warum haben Sie uns das vorher nicht spontan berichtet, dass Ihr Freund dann in Verteidigungsabsicht den Angeklagten weggeschubst hat? Tut mir leid, ich kann dazu jetzt nichts mehr sagen. Ja, aber vorhin konnten Sie auch Angaben dazu machen. Warum? Ja, jetzt nicht mehr. Keine Ahnung. Sollen wir eine Pause machen für Sie? Nein, das ist alles okay. Kann mich nur nicht mehr genau daran erinnern. Ist doch schon wieder eine Zeit her. Zunächst keine Fragen mehr, danke. Herr Professor Putzke. Ich glaube, die Zeugin muss auch von mir weiter nicht befragt werden. Ich würde Sie allerdings bitten, sie noch nicht zu entlassen und sie einstweilen noch hier im Sitzungssaal sitzen zu lassen. Frau Weber, Sie haben gehört, wie der Antrag lautet. Also Sie bleiben bitte noch im Sitzungssaal, dürfen einfach im Publikumsraum Platz nehmen und die Verhandlung weiter beobachten. Entlassen sind Sie noch nicht. Gut, Dankeschön. Ich würde gerne eine Erklärung abgeben, wenn ich darf. Nach § 257 StPO zu dieser eben gehörten Beweisaufnahme. Wir haben gemerkt, die Zeugin kann noch nicht mal links und rechts auseinanderhalten. Es war die Beifahrerseite, es passte hinten und vorn nicht zusammen und am Ende konnte sie sich noch nicht einmal mehr an Details erinnern, an die sie sich am Anfang noch sehr, sehr direkt erinnern konnte. Und deswegen ist diese Zeugin mit Vorsicht zu genießen und wir werden auch sicherlich heute noch hören, dass Ihre Aussage vielleicht auch so gar nicht stimmt. Ich kündige hiermit und würde auch darum bitten, eine Einlassung meines Mandanten an. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass er eine Aussage macht. Wenn Sie gestatten, würde ich meinen Mandanten jetzt sprechen lassen. Herr Alexander, bitte um Ihre Einlassung. In der Nacht vom 20. auf den 21.03. war ich in Passau unterwegs und stand vor der Kamera. Dort zunächst nur herum und weil ich noch später dort reingehen wollte. Da war auch eine kleine Schlange, weshalb da einige Leute auch standen. Plötzlich kam aus der Richtung von der Donau ein Auto angerast und machte eine Vollbremsung direkt vor mir. Im Schreck schlug ich dann auf die Beifahrerscheibe mit der flachen Hand und habe dann auch diese besagte Geste mit dem Scheibenwischer gemacht. Daraufhin stieg der Fahrer aus und ich ging ums Auto drumherum. Dort trafen wir uns. Und der Fahrer schrie mich einfach an und der ohrfeigte mich nicht, er hat mir die Faust ins Gesicht geschlagen. Daran kann ich mich sehr gut noch erinnern, dass er mich mit der Faust geschlagen hat. Als der Fahrer erneut ausholte, schlug ich dann zurück. Es ging aber alles so blitzschnell und es könnte auch sein, dass ich was in der Hand hatte. Ich bin mir aber nicht mehr genau sicher. Es ging alles sehr schnell. Nach dem Zurückschlagen weiß ich aber leider nicht mehr viel. Ich wurde irgendwie festgehalten von irgendjemandem. Ich wollte den Fahrer eigentlich nur zur Rede stellen und mit diesem sofortigen Schlag habe ich nicht gerechnet. Ich hatte zwar einiges getrunken, aber an den ersten Schlag erinnere ich mich auf jeden Fall. So richtig
setzte dann meine Erinnerung wieder erst im Krankenwagen ein und am nächsten Tag durfte ich dann das Krankenhaus verlassen. Können Sie sich an die Beleidigungen noch erinnern, die Sie vermeintlich gemessen haben? Frau Vorsitzende, für Rückfragen bitte ich um Verständnis. Auch vor allem zu diesem Punkt wird mein Mandant nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, er macht ab jetzt wieder von seinem Schweigerecht Gebrauch. Ich würde aber gern zwei Beweisanträge stellen. Dann bitte ich darum. Mein Mandant hat soeben eine Einlassung abgegeben, die komplett abweicht von dem, was wir bisher gehört haben. Und ich habe zunächst mal einen Beweisantrag, der die Glaubhaftigkeit seiner Aussage betrifft. Und zwar wird die Vernehmung eines Sachverständigen zum Beweis folgender Tatsache beantragt. Erstens, Herr Alexander hat Herrn Fischer nicht zuerst geschlagen. Zweitens, die wissenschaftliche Forschung hat inzwischen einen Stand erreicht, die den seinerseits vom Bundesgerichtshof geäußerten Bedenken Rechnung trägt und sie ausräumt. Dazu gehört vor allem die Validität, also die Zuverlässigkeit der Bewertung der gegebenen Antworten in Bezug auf Wahrheit oder Unwahrheit, und das betrifft die polygraphische Untersuchung. Die vorstehenden Tatsachen werden unter Beweis gestellt durch die Vernehmung von Frau Diplompsychologin Gisela Klein zu Laden über die rechtspsychologische Praxis in Köln. Ich weise ergänzend darauf hin, dass inzwischen Rechtsprechung vorhanden ist, unter anderem vom Amtsgericht Bautzen vom 17.12.2018, wonach das entlastende Ergebnis einer polygraphischen Untersuchung als Indiztatsache auch im Strafverfahren verwertbar ist. Es gibt auch Oberlandesgerichte, und zwar Familiensenate, die die Zuverlässigkeit von polygraphischen Untersuchungen bejahen. Ich zitiere das Oberlandesgericht Dresden vom 14.05.2013. Die Untersuchung mit einem Polygraphen ist im Sorge- und Umgangsrechtsverfahren geeignet, einen Unschuldigen zu entlasten. Ich habe Ihnen den Beweisantrag auch vorbereitet. Ja, wunderbar. Ich habe mir gedacht, Sie möchten den schriftlich von mir haben. Genau so ist es. Ich überreiche ihn. Bitte schön. Vielen Dank. Herr Staatsanwalt. Hat die Staatsanwaltschaft dazu eine Meinung? Selbstverständlich. Also wir sind hier ja am Amtsgericht Passau und nicht am Amtsgericht in Bautzen. Insbesondere sind wir vom Strafgericht und nicht vom Familiengericht. Ich verweise auf die ständige höchstgerichtliche Rechtsprechung in Strafsachen des Bundesgerichtshofs, der zuletzt vor nicht allzu langer Zeit entschieden hat, dass ein Lügendetektorgutachten nach wie vor ein ungeeignetes Beweismittel ist. Es ist nicht geeignet, die Einlassung des Angeklagten als wahr zu bestätigen. Es ist ureigens die Aufgabe des Gerichts, sich eine eigene Überzeugung zu bilden von der Glaubhaftigkeit der Angaben der vernommenen Zeugen, sodass ich zusammenfassend beantrage, den Antrag auf Erholung des Gutachtens oder auf Vernehmung der Sachverständigen als ungeeignetes Beweismittel zurückzuweisen. Danke. Danke. Das Gericht berät sich kurz. Es ergeht folgender Beschluss: Der Beweisantrag, ein polygraphisches Gutachten oder eine polygraphische Untersuchung durchzuführen, wird abgelehnt. Das Beweismittel ist völlig ungeeignet, da es viel zu unzuverlässig ist und keine Aussage darüber treffen kann, ob die Einlassung des Angeklagten richtig oder falsch ist. Gut. Frau Vorsitzende, ich würde gerne einen weiteren Beweisantrag stellen. Ich hatte gehofft, dass Sie etwas mutiger sind und was beim Amtsgericht Bautzen richtig ist, kann in Passau genau genommen nicht falsch sein. Aber gut, ich sehe, dass in Niederbayern die Uhren etwas anders ticken und vielleicht noch etwas nachgehen. Wir werden also sehen, ob das irgendwann mal auch hier ankommt. Ich habe einen weiteren Beweisantrag, weil ich schon damit gerechnet hatte, dass vielleicht dieser Beweisantrag abgelehnt wird, und möchte zum Beweis der Tatsache, dass Herr Alexander nicht zuerst zugeschlagen hat, sondern dass Herr Fischer zuerst zugeschlagen hat, die Zeugin Lea Friedmann dazu vernehmen. Und würde Sie bitten, diese Zeugin zu vernehmen. Sie ist präsent, ich habe sie mitgebracht und sie steht für eine Aussage zur Verfügung. Danke. Herr Staatsanwalt. Keine Einwände, ich bin hochgespannt. Dann brauchen wir die Frau Friedmann, bitte. Frau Friedmann, bitte nehmen Sie Platz. Sie sind ja unsere Überraschungszeugin, aber auch von Ihnen brauche ich die Personalien. Bitte Ihren vollständigen Namen. Friedmann Lea, geboren am 24.03.1994 in Passau.
Sie sind ledig, verheiratet, geschieden, verlobt? Ledig. Ledig. Von Beruf? Finanzbeamtin. Wohnhaft? Passau. Wo genau in Passau? In der Innenstraße 60. Und mit dem Angeklagten nicht verwandt und nicht verschwägert? Nein. So, Frau Friedmann, können Sie sich noch an den 31.03.19 erinnern? 21.03.19? Ja, da stand ich abends um 2 Uhr nachts mit meiner Freundin gegenüber von der Kamera, weil auf der anderen Seite ganz viele Leute standen, auch zum Teil auf der Straße, dass auch Autos, die von der Schanzelbrücke... Könnten auch Sie das Mikrofon etwas näher... Entschuldigung, natürlich. Auch Autos, die von der Schanzelbrücke kamen, zum Teil ausweichen mussten. Und dann kam auch das besagte Auto. Und ich glaube, das fuhr auf jeden Fall schneller als 50 km/h, ich weiß nicht genau, wie schnell, und musste dann eine Vollbremsung machen, weil, wie gesagt, Personen in der Nähe standen. Und der Angeklagte ist dann zu dem Auto gegangen und hat gegen die Beifahrerseite geschlagen und Beleidigungen geäußert. Und dann um das Auto herumgelaufen, während der Fahrer ausgestiegen ist. Und der Fahrer hat dann sofort zugeschlagen. Und der Angeklagte hat aus Notwehr, denke ich, zurückgeschlagen, wodurch der Fahrer zurückgetaumelt ist. Und dann kamen einige Menschen ums Auto herum, deswegen konnte ich nicht mehr genau sehen, was passiert ist, die Leute dann festgehalten haben, den Angeklagten und den Fahrer. Und dann konnte ich nicht mehr genau sehen, was passiert ist, bis dann die Polizei eintraf. Mhm. Frau Friedmann, das ist eine ganz neue Version dieser Tatsachen oder dieser Angelegenheit. Wo standen Sie denn, dass Sie das so genau beobachtet haben? Genau gegenüber von der Kamera, also genau da, wo das Auto gehalten hat. Und Sie standen dort zufällig? Ja, wie gesagt, auf der anderen Seite standen ganz viele Leute und ich stand da mit einer Freundin, um mich einfach mit ihr zu unterhalten. Kennen Sie den Angeklagten? Nein. Kennen Sie die Frau Weber oder den Herrn Fischer? Nein. Wie kam es, dass Sie, Herr Professor Putzke, jetzt so aus dem Hut zaubern kamen? Also, ich kenne, die, also habe ich über eine Freundin erfahren, dass er angeklagt ist. Und da ich ja gesehen habe, dass er nicht zuerst zugeschlagen hat, habe ich mich an ihn gewendet, der mich auf Professor Putzke verwiesen hat, der mir dann gesagt hat, dass ich heute zur Hauptverhandlung kommen soll. Dass Sie zur Polizei vorher gehen, das ist Ihnen nicht eingefallen? Nee. Okay, Frau Friedmann, und Sie sind sich ganz sicher, dass der Angeklagte nicht als erstes zugeschlagen hat, sondern ganz sicher, ja. Wissen Sie noch, mit welcher Hand der Angeklagte oder der Herr Fischer zuschlug? Mit der rechten. Der rechten. Und der Herr Alexander, der Angeklagte? Auch mit der rechten. Hat irgendjemand Verletzungen erlitten? Ich habe nur gesehen, der Fahrer dem Herrn Alexander ins Gesicht geschlagen hat. Ich habe aber nicht genau gesehen, ob da jetzt eine Verletzung entstanden ist oder nicht. Ganz kurzen Augenblick. Könnten Sie bitte das Handy ausschalten, wessen Handy auch immer das ist? Dankeschön. Und ich bitte auch das übrige Publikum, auf die Handys zu schauen und diese auszuschalten. Bei einer weiteren Störung bitte ich, den Sitzungssaal zu verlassen. Entschuldigung für die Unterbrechung. Bitte machen Sie weiter. Alles gut. Ich habe nicht genau gesehen, welche Verletzungen er erlitten hat, aber es sah so aus, als hätte er eine erlitten. Okay. Wie ging es dann weiter? Wie wurde dieses Ganze, also wer schlichtete oder haben die aufgehört? Also, oder? Wie gesagt, da einige Personen vor der Kamera standen, die sind dann hin, um den Fahrer und den Herrn Alexander auseinanderzureißen, damit nicht noch weitere Schläge passieren. Und wie gesagt, dann kamen ganz viele Leute dazu, ich habe laute Schreie reingehört, ich weiß nicht genau, was da noch passiert ist, weil so viele Leute herumstanden, bis dann die Polizei kam und das aufgelöst hat. Gut, Fragen der Schöffen? Nein, Herr Staatsanwalt? Haben Sie Alkohol getrunken an jedem Abend? Nicht wirklich, ein Glas. Sicher? Ja, ganz sicher. Wie gesagt, ich war dort mit einer Freundin, um sie mal wiederzusehen. Und wann haben Sie das dem Angeklagten bzw. seinem Verteidiger mitgeteilt? Das gestern. Gestern erst? Ja. Aha, okay. Ja, was soll man sagen? Danke, keine Fragen mehr. Herr Verteidiger? Ja, Frau Friedmann, nochmal ganz kurz. Hatten Sie direkte Sicht? Sie standen gegenüber, haben Sie gesagt, und das Auto ist wo zum Stehen gekommen? Genau vor der Kamera, und
wie gesagt, der Angeklagte hat erst gegen die Beifahrerseite geschlagen, ist dann ums Auto herumgelaufen, also war direkt in meinem Sichtfeld. Da ums ich Auto herum, wo? Von hinten? Hinten, ums Auto herum, zur Fahrerseite, wo der Fahrer ausgestiegen ist und dann zugeschlagen hat, sprich ich hatte genaue Sicht darauf. Aha. Wissen Sie, wie viele Personen sich im Auto befanden? Also wie gesagt, der Fahrer und ich denke, es gab noch einen Beifahrer, ich habe nicht genau gesehen, männlich oder weiblich. Hinten konnte ich leider auch nicht sehen, ob jemand da war, weil die Scheiben getönt waren von dem Auto. Getönte Scheiben? Also ja, blickdicht. Blickdicht getönte Scheiben? Ja, genau. Und der Schlag passierte aus Ihrer Sicht wo? Auf der gegenüberliegenden Seite, also bei der Beifahrerseite, da hatte ich keine direkte Sicht drauf. Also Sie haben gerade gesagt, hinten passierte er. Also Beifahrerseite der Schlag, war der, nicht der Schlag an die Scheibe, sondern wo geschlagen wurde? Achso, nee, auf jeden Fall auf der Fahrerseite. Okay, hinten. Ja, genau. Wo die getönten Scheiben waren. Ja, genau. Okay, ich habe keine weiteren Fragen an die Zeugen. Gut, Frau Friedmann, dann, soweit auch die Staatsanwaltschaft noch keine weiteren Fragen hat, schaffen wir auch nicht mehr, sind Sie damit unvereidigt entlassen. Dankeschön für Ihre Angaben. Sie dürfen jetzt nach Hause gehen, den Sitzungssaal verlassen oder im Publikum Platz nehmen und das Ganze noch weiter verfolgen. Ich würde anregen, die Zeugin Weber noch mal in den Zeugenstand zu holen. Frau Weber, ja, dürfen Sie noch mal nach vorne kommen? Also Frau Weber, ein letztes Mal weise ich Sie jetzt auf Ihre Wahrheitspflicht hin. Ja. Jetzt haben wir gerade von der Frau Friedmann, einer unbeteiligten Zeugin, gehört, dass der Schlag und die Kampfhandlungen hinten am Auto stattgefunden haben und nicht auf der Beifahrerseite. Dass es hinten getönte Scheiben gab, blickdicht getönte Scheiben. Und wirklich? Wie wollen Sie mir jetzt, ja wirklich, das ist das Auto Ihres Verlobten, wie wollen Sie mir jetzt erklären, dass Sie die Kampfhandlungen gesehen haben? Frau Vorsitzende, aber jetzt ist es Zeit für die Belehrung nach § 55. Die Zeugin redet sich um Kopf und Kragen. Das ist jetzt aus Sache der Zeugin. Deswegen belehrt man nicht nach § 55, Herr Professor. Na, sie sollte schon wissen, dass sie ab jetzt nichts mehr sagen muss, weil sie sich selber belastet. Sie ist ja als Zeugin geladen. Ja, dann berufe ich mich auf § 55. Sie haben keinen § 55. Ihnen steht die Möglichkeit nicht offen, sich nach Ihre Aussage nach § 55 zu verweigern. Ja, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich bitte Sie, dann Sie zu belehren nach § 52, das ist die Verlobte. Die Verlobte des Zeugen. Ja. Die Verlobte des Zeugen hat keinen 52. Aber dem Zeugen droht, wie wir jetzt gerade gemerkt haben, ein Strafverfahren. Das wissen wir noch gar nicht. Das wissen wir noch nicht, aber dem Zeugen droht ein Strafverfahren und damit kann die Zeugin, die zeugnisverweigerungsberechtigte Zeugin, sich hier auch auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht berufen, ihm gegenüber, und das sollte sie vielleicht jetzt besser tun. Ich möchte nicht die Zeugin verteidigen, aber... Ja, dann berufe ich mich halt da drauf, ja. Ich habe keine Fragen mehr an die Zeugin und ich hätte jetzt aber noch was vorzulegen. Das könnte die Sache nämlich abkürzen. Darum wäre ich sehr dankbar. Herr Staatsanwalt, möchten Sie noch was dazu sagen? Ich bin gespannt, was von der Verteidigung vorgelegt wird. Ja, vielleicht entlassen wir erstmal die Frau Weber, oder? Na, die können Sie ruhig noch mal sitzen lassen. Ich finde, die Frau Weber, die können wir vielleicht gleich noch gebrauchen. Nämlich, Frau Weber, ich bin an etwas gekommen, und zwar an einen Bundeszentralregisterauszug. Wie denn eigentlich, Herr Verteidiger? Also, Herr Dr. Brunner, auch ich als Verteidiger habe gewisse Kontakte und werde die jetzt nicht offenlegen. Ich habe manche Dinge und so auch diesen Bundeszentralregisterauszug. Ich habe die Behörde, die dort angefragt hat, gleich mal oben geschwärzt, damit Sie da nicht irgendwelche Ermittlungen anstellen. Sie sehen das da. Und dieser Bundeszentralregisterauszug, Frau Weber, der betrifft Sie und der betrifft eine Verurteilung vom 10.05.2017, rechtskräftig seit 20.06.2017. Und da steht, Sie haben 90 Tagessätze bekommen, Sie sind verurteilt worden wegen falscher, uneidlicher Aussage. Ich lasse das mal einfach so stehen in diesem Moment und gebe Ihnen diese Urkunde, bitte auch um Verlesung. Und ich glaube, damit ist auch alles, was diese Zeugin betrifft, gesagt. Es kommt zur Verlesung der Bundeszentralregisterauszug vom 10.01.2018 über Anna Weber.
Ein Eintrag 10.05.2017, Amtsgericht Passau, rechtskräftig seit 20.06.17, Tatbezeichnung falsche uneidliche Aussage, Datum der letzten Tat 12.03.2017, angewandte Vorschriften, Paragraf 53, 90, 153, Paragraf bzw. 90 Tagessätze. Frau Weber, was können Sie uns denn dazu sagen? Ist das so richtig? Ja. Also Sie haben bereits eine Verurteilung wegen falscher uneidlicher Aussage. Kann sein, ja. Steht ja da. Ja, wissen Sie es, dass Sie eine solche Verurteilung haben oder ist das für Sie jetzt vollkommen neu? Es ist mir durchaus bewusst. Umso überraschender ist Ihre heutige Aussage. Sie wissen schon, dass Sie durchaus mit einem Ermittlungsverfahren wegen erneuter falscher uneidlicher Aussage rechnen müssen? Ich sage dazu jetzt nichts mehr. Frau Vorsitzende, ich hätte die Beiziehung jetzt dieser Verfahrensakten beantragt, aber die Zeugin hat ja gerade selber das bestätigt. Insoweit, glaube ich, ist die Beiziehung dieser Verfahrensakten auch nicht mehr notwendig. Vielleicht befragen wir die Zeugin noch kurz dazu, was der Sachverhalt der Verurteilung war. Haben Sie auch wieder für Ihren Verlobten gelogen, oder? Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ja, das hat Sie ja 3 Monatsgehälter gekostet. Da werden Sie sich ja drüber geärgert haben. Jetzt denken Sie mir nach. Nee, das habe ich verdrängt. Hab damit abgeschlossen. War es ein Zivil- oder ein Strafverfahren? Ich sage dazu nichts mehr. Also letzte Chance, ja, bevor Sie zum Zeugenstand entlassen werden, können Sie Ihre Angaben ja noch berichtigen. Wenn Sie jetzt bei den vorherigen Angaben bleiben, dann verspreche ich Ihnen, dann gibt es ein neues Verfahren wegen falscher uneidlicher Aussage. Weil wir sind hier an der materiellen Wahrheit interessiert und nicht daran, irgendwie jemanden zu verurteilen. Es tut mir leid, Herr Staatsanwalt, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Also dann bleibt es bei der vorherigen Aussage. Ja. Danke, keine Fragen mehr. Herr Professor? Ich habe keine Fragen mehr an die Zeugin. Frau Weber, letzte Chance. Jetzt können Sie noch zurücktreten. Nein, ich sage nichts mehr dazu. Gut, Frau Weber, dann sind Sie damit entlassen. Sie bleiben unvereidigt und wir werden uns wahrscheinlich wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Frau Vorsitzende, angesichts der Wendungen in der Beweisaufnahme muss man wohl sagen, dass sich der Sachverhalt zumindest hinsichtlich der Körperverletzung nicht hundertprozentig so nachweisen lässt. Ich meine, dass man von der Verfolgung nach 154a StPO absehen könnte. Entschuldigung, Frau Vorsitzende, 154a StPO, das kann man so machen, ja, wenn nicht ein Freispruch im Raum stünde. Und ich glaube, wir haben hier einen Sachverhalt, der ist so klar, dass dieser Körperverletzungsvorwurf einfach in sich zusammengebrochen ist. Und dann können Sie nicht einfach das wegbeschränken und so tun, als sei da nichts geschehen und da war das mal irrtümlich. Nein, es gibt einen Vorrang des Freispruchs und der zieht hier und deswegen diese Einstellung, das wäre eine Sauerei, das sage ich mal ganz deutlich. Ich weiß, dass das oft gemacht wird, aber hier in dem Fall ist das ganz eindeutig, der Freispruch hat Vorrang. Ich rege es an, stelle aber eine Entscheidung des Gerichts anheim. Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger, ich bin ebenfalls der Auffassung, dass hier wohl ein Vorrang des Freispruchs gilt. Frau Vorsitzende, ich möchte gleich weitermachen. Ich rege eine Einstellung meinerseits an des Verfahrens. Wenn der Herr Staatsanwalt jetzt sagt, wir stellen was ein, dann beantrage ich auch eine Einstellung oder rege es an, und zwar nach 153a. Und da können wir hier sagen, 300 € und dann ist das vom Tisch und dann gehen wir zufrieden nach Hause. Ich glaube, das wäre angemessen angesichts dieses Verfahrens, was hier stattgefunden hat. Also um es nochmal zusammenzufassen, Sie verweigern eine Einstellung nach 154a bezüglich der gefährlichen Körperverletzung. Sie wollen aber jetzt eine Einstellung nach 153a von mir bezüglich der Beleidigung. So ist es. Sodass der Angeklagte straffrei rausgeht, beziehungsweise lediglich eine Geldauflage zu zahlen hat. So ist es. Das ist auch angemessen für diese Beleidigung. In dem einen Fall ist er frei zu sprechen und in dem anderen Fall diese Beleidigung, ich werde dazu gleich noch im Plädoyer, wenn es denn notwendig ist, dazu etwas sagen, die ist in Niederbayern nicht schlimm. Herr Staatsanwalt, ich bitte den Herrn Professor darüber aufzuklären, wie das Verfahren so oder wie die Staatsanwaltschaft das sieht, wenn jemand schon bereits einschlägig vorbestraft ist. Vielen Dank für den wertvollen Hinweis. Genau dahin zielt auch meine Stoßrichtung. Eine Einstellung kommt überhaupt nicht in Betracht, weil sich die Vorverurteilung ihres Mandanten nicht nur mit Körperverletzungen befasst, sondern auch mit einer tateinheitlich begangenen Beleidigung.
Zweite Beleidigung wird nicht nach 153a eingestellt. Danke. Gut, ich kann das nicht ändern, ich bedauere das, aber ich möchte doch auf die Besonderheiten dieses Verfahrens hinweisen. Und ich glaube, wenn man mit meinem Mandanten spricht, und das werde ich gleich nochmal tun, könnten wir das Verfahren vielleicht jetzt abkürzen, indem wir einfach mal uns verständigen. Das heißt, wir könnten uns mal unterhalten, was ist denn am Ende eine Sanktion möglicherweise, und dann können wir das vielleicht mit einem Geständnis beenden, was die Beleidigung angeht. Wäre mein Vorschlag, in Verständigungsgespräche einzusteigen. Wiederholungstäter, Beleidigung, das muss spürbar werden, Herr Verteidiger. Also 70 Tagessätze, drunter geht nichts. Sie werden nicht erwarten, dass ich dem jetzt sofort zustimme, das kann ich nicht. Eine Sie wissen schon, dass wir nicht am türkischen Basar sind, ja. Das ist richtig, das weiß ich. Das weiß ich. Ich weiß aber auch, dass die Vernunft durchaus ein wichtiges Kriterium ist und die sich auch bei der Staatsanwaltschaft, hoffe ich, ab und zu mal durchsetzt. 70 Tagessätze sind viel. Und auch bei einem Wiederholungstäter, wir wissen jetzt nicht genau, wie ist das zustande gekommen damals, auch bei einem Wiederholungstäter würde ich sagen, also 30 Tagessätze. Bei einer einfachen Beleidigung ist man bei 15, lassen Sie uns 30 machen, dann glaube ich, tun wir der Gerechtigkeit einen Dienst. Also das, Herr Staatsanwalt, wollen Sie noch darauf? Ja, Herr Verteidiger, Sie wissen, wir können keine Punktstrafe ausmachen, aber wenn wir als obere Strafgrenze 70 Tagessätze ausmachen und als untere meinetwegen die 30 Tagessätze und stellen wir es dann ins Ermessen des Gerichts, wie die Sache enden soll, damit könnte die Staatsanwaltschaft leben. Vielen Dank für dieses Angebot, das halte ich für fair und würde auch das in das Ermessen des Gerichts stellen. Diese Spanne, selbstverständlich brauchen wir eine, die halte ich auch für in Ordnung und dem würde ich zustimmen. Gut, dann protokollieren wir das jetzt mal so. Herr Protokollführer, zwischen der Verteidigung der Staatsanwaltschaft und dem Gericht haben Gespräche zur Vorbereitung einer möglichen Verständigung stattgefunden, von deren Inhalt der Angeklagte durch seinen Verteidiger in Kenntnis gesetzt wird. Übernehmen Sie das, Herr Professor? Ja. Die Anregung der Verständigung wurde seitens des Herrn Verteidiger geäußert. Inhalt der Verständigung war, dass im Falle eines Geständnisses der Angeklagte eine Geldstrafe in zwischen 30 und 70 Tagessätzen zu erwarten hat. Die Staatsanwaltschaft gab zunächst an, dass sie sich eine Strafe in Höhe von 70 Tagessätzen vorstellt. Der Verteidiger meinte, eine Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen sei Tat und Schuld angemessen. Das Gericht nimmt das Angebot bzw. den Vorschlag der Staatsanwaltschaft an, eine Spannweite von 30 bis 70 Tagessätzen zu verurteilen. So, Herr Angeklagter, jetzt erkläre ich Ihnen kurz, was passiert ist, denn das werden Sie wahrscheinlich nicht verstanden haben. Das ist folgendermaßen, wir haben hier eine sogenannte Verständigung getroffen und für diesen Fall muss ich Sie belehren, dass jetzt mehr oder weniger schon ausgemacht wurde zwischen dem Gericht, dem Herrn Staatsanwalt und dem Herrn Professor Verteidiger, dass Sie eine Geldstrafe zwischen 30 und 70 Tagessätzen zu erwarten haben, wegen der Beleidigung. Die gefährliche Körperverletzung hat sich erledigt, denn werden wir insoweit wahrscheinlich nicht mehr zu einer Verurteilung kommen. Daher sprechen wir nur noch mehr von der Beleidigung. Und sind sich die Parteien jetzt sozusagen einig. Allerdings fußt die Verständigung darauf, dass Sie ein Geständnis abgeben. Also das heißt, Sie müssen einräumen, was die Anklageschrift Ihnen vorwirft. Das zum einen. Und zum anderen sollte sich jetzt im Laufe der Beweisaufnahme, die nahezu abgeschlossen ist, würde ich mal behaupten, sich jetzt noch etwas ändern. Also beispielsweise, dass es doch ganz anders war, dass hier ein Mord geschehen ist, dass etwas also völlig Fernliegendes oder etwas anderes als angeklagt und etwas anderes, als sich hier überhaupt aus der Hauptverhandlung ergeben hat, geschehen ist, dann sieht sich das Gericht nicht mehr an die Verständigung gebunden. Dann gilt aber auch Ihr Geständnis nicht mehr. Also dann wird Ihr Geständnis auch nicht verwertet und wir müssten weiter verhandeln. Haben Sie das soweit verstanden? Okay. Der Angeklagte, der Verteidiger sowie der Staatsanwalt stimmen dem protokollierten Inhalt zu? Jawohl. Ja, gut. Dann wird nur festgestellt, dass Strafantrag gestellt wurde, nämlich am 23.03.2019, das ist Blatt 30 der Akte. Dann kommt noch das Bundeszentralregister zur Verlesung.
Das ist vom 13.06.2019, enthält einen Eintrag vom 25.09.2017, Amtsgericht Passau, rechtskräftig seit 28.09.2017, Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung, Datum der letzten Tat 12.07.2017, angewandte Strafvorschriften 224 Absatz 1 Nummer 4, 185, 194, Paragraph 52 und gab eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen. Dann wäre ich jetzt soweit fertig mit der Beweisaufnahme. Wir haben allerdings noch einen Befangenheitsantrag. Hat der Angeklagte schon das Geständnis abgelegt? Ja, das Geständnis brauchen wir noch. Vielen Dank, Herr Professor. Herr Angeklagter, möchten Sie jetzt was dazu sagen? Ja, ich schließe mich den Ausführungen meines... Nein, Moment, das ist das letzte Wort. Es geht jetzt darum, um die Beleidigung, ja. Ob das so gefallen ist, wie die Anklage Ihnen das vorwirft? Ja. Ich habe das gesagt. Also Herr Alexander, ich habe fast den Eindruck, Sie haben es noch nicht ganz verstanden. Es geht darum, die Anklage, also die Staatsanwaltschaft wirft Ihnen vor, dass Sie zum Herrn Fischer, Bruns, Biesel, Bläder gesagt haben und ihm Zipfelklatscher, genau, und Ihnen ihm den Scheibenwischer gezeigt haben. Ist das so vorgefallen? Das ist so vorgefallen. Okay, gut. Also, dann wäre ich jetzt soweit fertig mit der Beweisaufnahme. Jetzt steht dem Schließen nur noch ein Befangenheitsantrag entgegen. Den nehme ich hiermit zurück. Dann bitte ich den Herrn Protokollführer zu protokollieren, dass der Befangenheitsantrag zurückgenommen wurde. Und dann schließe ich die Beweisaufnahme und bitte um den Schlussvortrag des Herrn Staatsanwalt. Vielen Dank. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, die Beweisaufnahme hat den in der Anklageschrift geschilderten Sachverhalt nicht im vollen Umfang bestätigt. Am 21.03.2019 kam es um 2 Uhr nachts in Passau vor der Kamera zu einer Auseinandersetzung, allerdings nur zu einer Auseinandersetzung verbaler Art. Der Angeklagte hat geständig eingeräumt, dass er zu dem geschädigten Fischer Bruns, Biesel, Bläder, Zipfelklatscher gesagt hat, das erfüllt den Straftatbestand der Beleidigung nach § 185 Strafgesetzbuch, weil darin eine Kundgabe der Miss- oder Nichtachtung liegt. Der Sachverhalt ergibt sich letztlich aus der geständigen Einlassung, deswegen ist die Tat nachweisbar. Im Übrigen wird der Angeklagte freizusprechen sein, weil die Beweisaufnahme nicht ergeben hat, dass er als Erster den Geschädigten geschlagen hätte. So liegen die Dinge manchmal. Manchmal tauchen die Entlastungszeugen in letzter Minute nicht nur im Fernsehen auf, sondern auch im tatsächlichen Leben. Ich bin froh, dass wir die Entlastungszeugin hören konnten, weil damit eine schwerwiegende Verurteilung, die den Tatsachen nicht entsprochen hätte, verhindert werden kann. Die Einlassungen von Herrn Fischer und Frau Weber werden allerdings Folgen haben, weil sie Straftatbestände erfüllen, der uneidlichen Falschaussage nach der falschen Verdächtigung. Ein Geschädigter, der dabei war und das beobachtet hat und den Sachverhalt so wiedergegeben hat, wie er sich tatsächlich zugetragen hat, reicht als Entlastungszeuge zur Überführung des hier Falschaussagenden aus. Zusammenfassend ist der Angeklagte zu verurteilen wegen Beleidigung. Freispruch hat zu erfolgen, ein Teilfreispruch wegen gefährlicher Körperverletzung. Wie ist der Angeklagte nunmehr zu bestrafen? Wir haben im Rahmen der Hauptverhandlung schon erörtert, dass er bereits wegen Beleidigung strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Deswegen halte ich eine Strafe in Höhe von 70 Tagessätzen am oberen Ende des vereinbarten Strafrahmens für unbedingt erforderlich. Die Vorverurteilung ist nicht lange her. Offensichtlich interessiert es den Angeklagten nicht so recht, dass er Rechtsgüter Dritter zu achten hat, weil auch die Ehre ist ein Rechtsgut, das der Gesetzgeber für schützenswert erachtet hat, sodass ich meine 70 Tagessätze sind tatunschuld angemessen. Entsprechend der wirtschaftlichen Verhältnisse ist die Tagessatzhöhe auf 20 Euro festzusetzen. Soweit der Angeklagte zu verurteilen ist, hat er die Kosten des Verfahrens zu tragen. Soweit er frei zu sprechen ist, sind die ausscheidbaren Kosten und notwendigen Auslagen der Staatskasse aufzuerlegen. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Professor, bitte. Ja, Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ich danke Ihnen, dass Sie die Körperverletzung so beurteilt haben, wie Sie sie beurteilt haben. Und Sie haben eben gesehen, dass sich Dinge entwickeln können und man am Anfang einen ganz anderen Eindruck von einer Zeugin hat, als er sich dann am Schluss herausstellt. Wir haben hier die rechtliche Würdigung, die zugunsten einer Notwehrlage ausgeht und damit eine Rechtfertigung nach § 32 hier einschlägig ist, und das führt zum Freispruch. Mehr muss zu diesem Teil der Anklage nicht gesagt werden. Was die Beleidigung angeht, so kann ich mich beschränken auf das Strafmaß. Es
ist hier im Rahmen einer Verständigung zustande gekommen und wir haben eine geständige Einlassung des Angeklagten. Wir müssen aber Folgendes berücksichtigen, dass dieses gesamte Verfahren für den Angeklagten mit einer hohen Belastung verbunden war. Man ist nicht jeden Tag mit einer Falschbelastung konfrontiert. Das muss man sich klar machen. Hier war das Schöffengericht im Spiel. Es drohte, Herr Staatsanwalt, Sie haben das am Anfang ja auch gesagt, es drohte eine mehr als zweijährige Freiheitsstrafe. Das ist etwas Gewichtiges, das ist belastend, psychisch belastend. Und auch das, eine solche Folge des Verfahrens, muss man berücksichtigen. Im Übrigen auch die Wirkung, die von diesem Verfahren ausgeht. Sie sehen, die Öffentlichkeit in diesem Saal ist gewaltig und der Angeklagte wird als Jurastudent ja gar nicht mehr unbeobachtet über den Campus laufen können. Er wird jetzt gekannt und man verbindet mit ihm den Brunsbieselbläden Zipfelklatscher. Das ist eine Belastung, die dieses Verfahren mit sich bringt und deswegen halte ich 30 Tagessätze für tat- und schuldangemessen. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Jetzt hat der Angeklagte noch das letzte Wort. Wollen Sie noch was dazu sagen? Ich schließe mich den Ausführungen meines Verteidigers an und die Beleidigung tut mir leid. Gut. Dann zieht sich das Gericht zur Urteilsabsetzung zurück. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte Thomas Alexander, geboren am 24.03.1994, ist schuldig der Beleidigung. Im Übrigen wird der Angeklagte freigesprochen. Er wird zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen verurteilt. Der Tagessatz beträgt 20 Euro. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen, soweit er verurteilt wurde. Soweit er freigesprochen wurde, fallen die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen der Staatskasse zur Last. Bitte setzen Sie sich. Kurz zur Urteilsbegründung, also der Sachverhalt steht so fest, wie er in der Anklageschrift steht, mit Ausnahme des bedeutenderen Teils, nämlich mit der Tatsache, dass alles, was eine gefährliche Körperverletzung oder auch nur eine einfache Körperverletzung betrifft, weggefallen ist. Die Beleidigung bleibt allerdings da, die hat er auch gestanden. Insoweit wird das auch zu seinen Gunsten gewertet. Zu seinen Lasten ist allerdings zu werten, dass er bereits eine Eintragung im Bundeszentralregister hat, dass er auch bereits einschlägig vorbestraft ist und zu sehen ist hier auch, wie kam es überhaupt zu diesem ganzen Vorfall. Der Angeklagte hat hier in einem betrunkenen Zustand gegen ein Auto geschlagen, das ihm nicht gehört und hat letztendlich damit diesen ganzen Sachverhalt provoziert. All das ist ihm hier zu Lasten zu werten, deswegen ist hier eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen Tat und Schuld angemessen. Und die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach seinem monatlichen Nettoeinkommen und das sind ein bisschen mehr als 600 Euro und da sind 20 Tagessätze anzusetzen. Hinsichtlich des Freispruchs ist zu sagen, dass, wie schon erwähnt, das alles weggefallen ist, weil wir hier keine Zeugenangaben haben, beziehungsweise unterschiedlichste Zeugenangaben haben. Der Herr Fischer macht Angaben und die Frau Weber machen Angaben. Die Frau Weber ist letztendlich irgendwann umgefallen. Ihre Glaubwürdigkeit ist äußerst beschränkt. Auch die Angaben des Herrn Fischer waren sehr vage. Und dann hat man hier einfach die Zeugin Friedmann, die eine völlig unbeteiligte, neutrale Zeugin ist und den Sachverhalt sehr konstant und auch detailreich schildern kann und eben mit den anderen Angeklagten und Beteiligten nichts zu tun hat, weshalb ihre Glaubwürdigkeit höher eingestuft wird. Genau, der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens, soweit er verurteilt wurde und soweit er freigesprochen wurde, fallen die Kosten der Staatskasse zur Last. Herr Angeklagter, Sie können gegen das Urteil Berufung oder Revision einlegen. Binnen einer Woche brauchen Sie dazu eine schriftliche Rechtsmittelbelehrung? Ich verzichte auf die Rechtsmittel. Gut. Ja, dem Urteil liegt der Verständigung zugrunde, also deswegen bitte ich davon abzusehen, einen Rechtsmittelverzicht aufzunehmen. Wir nehmen keinen auf. Es ist so, im Falle einer Verständigung kann nicht auf Rechtsmittel verzichtet werden, auch zum Schutz von Ihnen, sodass Sie sich, dass Sie später nicht sagen können, Sie seien überrumpelt worden vom Gericht, Ihrem Verteidiger und der Staatsanwaltschaft. Sie haben jetzt eine Woche Zeit, darüber nachzudenken, ob Sie das Urteil annehmen oder nicht. Wenn Sie kein Rechtsmittel einlegen, dann wird es in einer Woche rechtskräftig. Das heißt, dann gilt dieses Urteil und Sie können es auch nicht mehr angreifen. Gut, dann ist die Hauptverhandlung geschlossen.
Thank you.